Heute möchte ich mit euch ein Aquarium-Unterschrank bauen. Besser gesagt ist das hier der zweite Teil von meinem Projekt Aquarium selber bauen aus Acrylglas. Und heute bauen wir das Untergestell, den Unterschrank, und das Ganze ergibt dann einen Aquarium-Tisch. Also nicht so ein übliches Aquarium, wie du kennst, was man so hinstellt mit einem großen Unterschrank, sondern ein kleinen, ja, ein Aquarium-Tisch wird das quasi, ne? Wortwörtlich. Bis gleich. Und für dieses Projekt habe ich mich, also für den Untertisch, habe ich mich für Multiplex entschieden. Und zwar ist das hier Birke, gibt es aber auch in Ahorn. Ja, das ist Ahorn und keine Birke. Die Dicke, die Stärke von 18 mm, soll ein bisschen kräftiger sein, ein bisschen stabiler. Und das Ganze ist eigentlich sehr, sehr recht einfach gehalten. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wir werden hinten eine Wand setzen. Seitlich, so dass man, wenn man von vorne, raufschaut auf den Aquariumtisch, dass man dann eine komplett durchgehende Front sieht, also keine Schraubverbindung oder sowas dergleichen, sondern dass es wirklich so ein Cube ist. Ne? Genau, das Ganze werden wir jetzt miteinander verbinden, und einen kleinen Tipp habe ich noch für euch. Im Baumarkt ist es ja so, wenn du da hingehst im Holzzuschnitt und du lässt dir Platten zuschneiden, dann haben die natürlich ein gewisses Maß, was sie nicht unterschreiten dürfen. Beispielsweise jetzt so ein Maß. Ich glaube, man darf nicht unter 10 cm kommen. Das machen sie dann nicht mehr. Ich habe mir das Ganze bei Plattenzuschnitt 24 zugeschnitten. Die haben unter anderem Multiplex in unterschiedlichen Dicken, Sperrholz, Acrylglas in unterschiedlichen Stärken, unterschiedlichen Qualitäten, kratzbeständig, nicht kratzbeständig. Dann haben sie beispielsweise Sperrholzplatten oder FPY auch genannt, Flachpressplatte oder so in Art hieß das, glaube ich. In unterschiedlichen Dekoren kannst du dir da frei nach Schnauze bestellen bzw. eingeben, was du für eine Größe haben willst, und die schneiden das dazu. Die entgraten oder schleifen oder brechen auch die Kanten, die polieren auch die Kanten bei Acrylglas, und du kannst auch Acrylglas lasern lassen, dir Formen ausschneiden lassen, also das ist wirklich alles möglich, und du bekommst auch das passende Zubehör dort, wie Kleber und so weiter und so fort. Ich werde dir mal unten in der Infobox nochmal einen Rabattcode reinpacken. Ich glaube, Mr. Handwerk 5 hieß der. Damit bekommst du noch mal einen kleinen Rabatt, wenn du dort bestellst. So, ich habe mir zwar jetzt dafür Farbe bestellt, und zwar schwarze. Die ist leider noch nicht angekommen. Und ja, ich hoffe, dass das heute noch im Laufe des Tages geschieht. Wir fangen einfach jetzt mal an, das Ganze zusammenzubauen. Eigentlich müssen wir ja gar nicht viel machen. Ne? Wir müssen vielleicht nachher noch mal zack. Ja, diese müssen wir als erstes bohren und danach die Bodenplatte. Ja, und da verwende ich mein Lieblingstool, kennen wahrscheinlich viele von euch schon, den Undercover Jig von Wolfcraft. Gibt es mittlerweile oder schon längere Zeit mit Torx, also nicht mehr die Kreuzschrauben. Und das ist halt eine versteckt liegende Schraubenart. Das heißt, du hast hier dieses Tool, das setzt du an, bohrst das Ganze und dann verschraubst du das. Und es ist wirklich ganz, ganz einfach. Ne? Man bohrt sich Taschen, Mulden, und die kannst du auch später, wenn du möchtest, hier mit diesen Dübeln verschließen. Kannst du natürlich nachbestellen. Und dieser Bohrer hier, also wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie viele tausende Bohrungen getätigt hast, irgendwann wird der natürlich stumpf. Und den kannst du dir auch nachbestellen, wenn du es möchtest. Hier ist zum Beispiel einer, habe ich mal getan als Reserve. Also eine ganz, ganz tolle Sache, um schnell einfache Holzverbindung zu erstellen. Übrigens sind das hier sogenannte Eckenspanner, und die sind eigentlich sehr, sehr praktisch, wenn man mal eine dritte Hand braucht. So, der Aquariumunterschrank ist quasi fertig, also ganz, ganz simpel. Die Ecken werde ich gleich noch mal ein bisschen entgraten bzw. brechen. Das ist schon scharfkantig. Weil an scharfkantigen Ecken hält nämlich auch keine Farbe. Die platzt nämlich dann ganz schnell ab, und das wollen wir ja nicht. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir lackieren das einfach mit Sprühdose. Wir müssen ja auch nur diese Flächen hier lackieren.
Und die Hauptfläche lassen wir einfach weg, weil ich kann es kaum aberwarten, wie das dann aussieht. Erwarten, nicht aberwarten. Und dafür nehme ich einen Wood Primer von Duplicolor. Benutze ich schon seit Jahren für kleinere Holzprojekte, aber auch größere. Ne? Also kann ich euch nur empfehlen. Und damit sprühen wir das Ganze jetzt ein und lassen es trocknen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns jetzt um die Deckelplatte. Und ja, ich habe jetzt dort 4 Löcher hineingebohrt und ich muss sagen, das ist wirklich gründlich in die Hose gegangen. Ich habe mir hier solche Distanzhülsen besorgt. Die sind eigentlich dafür geeignet, um Schilder an die Wand anzubringen, um Bilder an die Wand anzubringen. Und damit kannst du beispielsweise was einklemmen. Und diese Hülse hier wird an die Wand geschraubt. Und ich habe mir jetzt so gedacht, dass wir diese Hülse hier ranschrauben. Also dementsprechend habe ich dann 4 kleine Löcher gebohrt, um dort dann ein Gewinde einzuschneiden. Und dann muss ich natürlich hier diese Schraube hier, ein 8er Loch, hier durch diese Deckelplatte schrauben, bohren. Habe ich natürlich dann systematisch gemacht. Mit einem 3er Bohrer, mit einem 4er Bohrer, 5er bis 8 hoch. Und beim 8er Bohrer ist mir das förmlich richtig ausgeplatzt und ja, sieht wirklich scheiße aus, irgendwie wie so ein Kristallglas. Also das war nicht der Plan, obwohl ich es vorweg immer gesenkt habe. Naja, ist jetzt eben so, weiß auch nicht, hätte ich jetzt mir die fertig bohren lassen sollen, beziehungsweise fräsen vom Plattenzuschnitt, oder habe ich da irgendwie einen Fehler gemacht? Vielleicht weißt du das ja, damit muss ich jetzt leben und ich würde sagen, wir stecken das Ganze jetzt mal zusammen und befüllen das Becken mit Wasser und Kies. Und ich habe mich für schwarzen Kies entschieden, aus dem einfachen Grund, heller Kies haben sie jetzt auch nicht. Also die haben eine Schlammdecke, ungefähr eine dunkle braune Schlammdecke. Und heller Kies würde jetzt die Fische ja unnötig Stress zubereiten. Und deswegen machen wir es so angenehm wie möglich und nehmen einfach dunklen Kies. Und dann hat das Aquarium noch ein Futterautomat von mir bekommen, dieses batteriebetrieben. Der soll natürlich jetzt nicht für die kalte Jahreszeit dienen, denn hier sind ungefähr 10 Grad, wie auch draußen im Becken gewesen, wo ich die Goldfische eingefangen habe, sondern der dient einfach dafür, wenn ich jetzt mal nicht da bin, dass die Goldfische auch regelmäßig Futter kriegen im Frühling, wenn die dann wieder aktiver werden als jetzt. Dann habe ich noch einen Innenfilter reingesetzt, der läuft natürlich auf der langsamsten Stufe, also ganz, ganz ruhiges Gewässer für die Goldfische, so dass die wirklich keinen Stress ausgesetzt sind. Und nach den Dreharbeiten habe ich natürlich noch mein großes Handtuch über das Aquarium geworfen oder gelegt, damit die wirklich so nah wie möglich an die Natur sind, besser gesagt, wo sie im Weinfass draußen waren, ne? Damit das Ganze, ja, damit die vor Stress geschützt sind. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn du dieses Aquarium nachbauen würdest. Es gibt dazu auch eine Bauanleitung, die findest du direkt unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Projekt, wenn du es nachbaust. Ansonsten findest du noch hier 2 weitere Videos von mir. Dort geht es auch um das Aquariumbau. Und ja, schau mal vorbei.